bin früher morgens immer, um richtig fit zu werden, in das Schwimmbad. Aber das Schlimmste, das Allerschlimmste, was einem Sportschwimmer morgens im Schwimmbad passieren kann, sind die Rentner-Omas. Omas sind Weltklasse, nur die sollten bitte nicht morgens zwischen 6 und 7 im Olympiabecken rumdümpeln. Ne? Da kommst du dann nämlich an als Sportschwimmer, da sind sie dann, die schwimmenden Treibminen. Ja, kreuz und quer durch das Wasser andösen, so wie Biene Maya im Vorspann. Und die ganzen Olympia-Anwärter müssen um die drumherum zirkeln, wie so angeschossene Alligatoren. Und die werden ja auch noch frech. Da schwimmst du vorbei, dann drehen die ja in der ersten Phase nur demonstrativ die Rübe von dir weg. Wie wenn das kein Wasser wäre, was da spritzt, sondern hochkonzentrierte Salzsäure. Und wehe, du kommst zurückgepaddelt, Freunde, da kriegst du aber ihn verbrezelt. Nehmen Sie gefälligst Rücksicht auf die Senioren. Ich sag, Oma, wenn ich keine Rücksicht nehmen würde, ich hätte ja schon längst einen 10-Kilo-Hantel an Fuß gebunden. Vor knapp 2 Wochen etwa, ich komme morgens in ein Schwimmbad, schwamm da wieder so eine Oma. Was heißt schwamm? Wie so eine Boje, die sich losgerissen hat. Kreuz und quer, ohne jede Eigengeschwindigkeit. Eine Badekappe an, da würde ich noch nicht mal Grünabfälle drin wegbringen. Ne? So ein Modell als hätte Fleurop 200-Jahr-Feier. Ich also hin, der alles lang und breit erklärt. Wann der nächste Bus nach Hause geht, wie sie am schnellsten aus dem Becken rausfindet. Da wird die Alte erst wach. Freunde, die hat gepennt im Olympiasportbecken. Du kannst ja auch nicht drunter wegtauchen, ne? Ist ja auch lebensgefährlich. Habt ihr euch mal die Zehennägel von einer 90-Jährigen angeguckt? So? Da kriegst du mal eben das Rückgrat freigelegt, du. Da denkst du, heute wird ein guter Tag, da hast du mal ruckzuck eine Seebestattung, ne? Und Freunde, da holt euch auch dieser Haselhof nicht mehr raus von Baywatch. Das ist gelaufen. Ja, ich bin dann raus. Mir ist dann, ich war so sauer, ehrlich. Mir ist dann wohl beim Rausgehen aus Versehen der laufende Föhn in das Becken gefallen. Stand doch am nächsten Tag in der Zeitung. Stromunfall in Schwimmbad. 9 Sportschwimmer tot. Voll isolierte Gummibadekappe rettet Oma das Leben. Hallo, guten Abend. Ach, das war toll. Meine Frau Hilde hat's vorausgesehen. Hilde liest jeden Tag Horoskop. Ja? Und Hilde hat heute gesehen, oh, heute wird ein guter Tag. Ich sag, klar, ich flieg nach Berlin und du bleibst hier. Und Hilde ist wirklich jeden Tag Horoskop in der Zeitung. Hilde sucht sich immer das raus, was gerade am besten passt. Ne? Also, hier, Paul, ich bin ja heute Steinbock. Pass mal auf hier, lassen Sie sich von anderen nicht so stressen. Nehmen Sie sich auch mal Zeit für sich. Heißt für mich kein Abendessen. Aber was habe ich damit zu tun? Ja? Aber Hilde ist sehr esoterisch. Das Bleigießen an Silvester entscheidet darüber, wie mein Jahr verläuft. Letzte Silvester, Bleigießen. Riesenärger, mein Sohn Bolle hatte das Bleigießen mit dem Fondue verwechselt. Ich sag, da mache ich nicht mit. Hilde sagt, klar machst du mit. Klar mache ich mit. Ja. Ihr kennt das Bleigießen, ja? Du hast so ein Päckchen aus einem Lidl oder Aldi oder Netto. Da ist dann aus Blei so ein Marienkäfer drin, eine Lokomotive und so ein kleines Fännchen. Und du musst das Blei flüssig machen überm Teelicht. Das allein ist ja schon eine buddhistische Aufgabe. Blei flüssig machen überm Teelicht. Hä? Kennst du? Ja, hier. Das ist jetzt Echtzeit. Ich spule mal vor. Irgendwann ist es bleiflüssig. Dann kippst du das in so ein Glas mit Wasser. Und ich hatte beim letzten Mal einen Klumpen. Jetzt steht aber Klumpen nicht auf der Rückseite bei den Erklärungen.
Meine Frau Hilde meint, das ist ein Staubsauger. Was glaubt ihr denn, wer seit Silvester die Hausarbeit machen muss? Hä? Weil das Schicksal es so wollte. Das können nur Frauen. Das können nur Frauen. Nur Frauen können so viel rein interpretieren. Also etwas, was gar nicht da ist. Frauen gießen genauso einen Klumpen, sagen aber dann, oh, eine Taube, die einen Ring im Schnabel hat. Wo du als Mann sagst, nee, das ist eine Mücke, die bei 240 gegen eine Windschutzscheibe geknallt. Nein, eine Taube mit einem Ring im Schnabel. Du willst mich heiraten. Nee. Doch? Nee. Doch? Nee. Feier doch allein Silvester, Arschloch. Und schon wird aus Esoterik Cholerik. Ich war mal mit Hilde auf der Esoterik-Messe. Wenn ihr mal Verrückte sehen wollt, kommt nicht hierher. Geht auf eine Esoterik-Messe. Dagegen sind die Jungs von diesen Star Trek-Treffen harmlose Spinner. Ja, es war ein ganz normaler Tag. Ich war gerade in der Garage, war dabei, mein Rasenmäher am kaputt zu reparieren. Plötzlich steht Hilde im Tor. Paul, komm, wir fahren zur Esoterika, Esoterik-Messe. Ich sehe schon, am Eingang steht eine ganz merkwürdige Frau. Sah von Weitem aus wie so ein Garderobenständer für Batiktücher. 1,98, Oberlippenbart, eine Warze wie ein Türstopper. Ich sage, Hilde, können wir auch einen anderen Eingang benutzen? Nein, einziger Eingang. Wir nähern uns dem Ding. Ich zeige langsam meine Tickets vor. Dann hält die mich am Handgelenk fest, fummelt in ihrer Tasche rum und holt so einen kleinen lilafarbenen Stein raus. Hier, mein Freund, für dich, ein Amethyst. Der ist gut für Selbstbewusstsein. Wie würdest du denn darauf reagieren? Ich in der Tasche rumgefummelt, ich sage, hier hast du eine 15er Mutter, die scheint dir zu fehlen. Jetzt mag mir der ein oder andere hier vorwerfen, mir fehle der intellektuelle Zugang. Ich kann damit nichts anfangen. Dann sind wir über diese Messe gestolpert. Nur Verrückte, nur Verrückte. Ich stehe an so einem Stand, guck Prospekte, kommt so ein Heini. Ich sag, was ist? Brandschutzübung. Ich mache Feng Shui. Auch in deinem Haus stört etwas. Ich sag, Hilde ist zwei Stände weiter. Ja. Die sollen sich doch bitte direkt ans Problem wenden und nicht erst zu mir kommen, ja? Da rennen nur Verrückte rum. Da rennen Leute rum, die glauben an Außerirdische. Die klettern nachts auf Bäume und warten darauf, von U-Fotzen abgeholt zu werden. Die klettern nachts auf Bäume, malen sich Zeichen auf die Brust und wollen von U-Fotzen entführt werden. U-Fotze, entführ mich, U-Fotze, nimm mich mit, mach Experimente mit mir. Das ist doch nicht normal. Da sind wir über diese Messe gestolpert. Musste mir alles angucken, irgendwelche Magnetsteine, ja, die mir die Nieten aus den Jeans gezogen haben. Nur verrückte Typen. Besondere Kristalle, die deine Aura fördern. Hä? Aura fördern. Okay. Hä? Wir rennen über die Messe, plötzlich denke ich, oh, ich mutz mal. Pipsi. The place is full. Ja. Wir treffen auf so eine Gruppe junger Akademiker. Pädagogen. Therapeuten, Psychozolyten. Da sage ich zu dem einen Therapeuten, sage ich, Entschuldigung, wissen Sie, wo die Toilette ist? Dann sagt er, ich weiß das, aber du musst das für dich ganz alleine rausfinden. Das ist doch nicht normal. Das ist doch nicht normal. Der eine lief die ganze Zeit mit so einem Pendel rum. Das Pendel weist mir den Weg, das Pendel weist mir den Weg. Ich sag, ja, da kommt die A5, renn ruhig weiter, ja. Das kann's doch nicht sein.
Der eine hüpfte die ganze Zeit mit so einer Messingschale um mich rum. Nutze die Kraft der Klangschale. Nutze die Kraft der Klangschale. Ich sag, stell hin, dann nutze ich sie. Ja?